So, hier haben wir eine alte Karte von Rudow. Das ist eine Reproduktion von dem Heimatforscher Bruno Galle. Das war der frühere Reviervorsteher. Das Revier war früher in der Krokusstraße. Man sieht, wenn ich von rechts unten anfange, die Spinne, dann kommen wir, der Krug ist schon drauf, dann hinterm Krug an der Köpenicker die Kirche, an der Prirosser Straße haben wir schon das Gut und auf der linken Seite der Prirosser Straße, dort ist das Schloss. Ja, ungewöhnlich. Dieses Foto ist eine alte Luftaufnahme von den Alliierten. Darum ist rechts der rechte Rand noch abgedunkelt. Man durfte also damals den Ostteil aufgrund alliierter Vorschriften nicht ablichten. Im Süden haben wir quasi die Grenze nach Schönefeld oder nach zur Mark Brandenburg. Und oben im Norden haben wir die Spinne. Darf mal. Hier haben wir die Spinne. Dann haben wir hier Ostburger Weg, der Friedhof. Hier ist noch das unbebaute Feld am Neuhofer. Hier ist die Schule, die Grundschule drauf. Hier ist die Landhaussiedlung. Hier haben wir die Fahrlandsiedlung, so ein Rest noch. So, dann nach 1989 gab es auch für uns dann die Gelegenheit, dass wir fliegen konnten. Und hier haben wir eine Luftaufnahme. Sie sehen die Spinne und dann im Vordergrund Neudecker Weg. Und dann sieht man jetzt hier deutlich, warum Spinne, wie die Straßen spinnenförmig weggehen. So, und jetzt haben wir hier eine Luftaufnahme von der Spinne hier unten über den Neudecker Weg. Die Dorfkirche hier. Hier haben wir einen Katzenpfuhl. Hier haben wir die Landhaussiedlung. Hier ist die Matthias-Claudius-Schule. Und hier oben haben wir die Fahrlandsiedlung. So, und nun wollen wir mal ein bisschen mit der Historie anfangen. Hier sehen Sie den Julius-Park. Und zwar, es gab einen Sommergarten, einen Wintergarten. Hier haben wir den Sommergarten, der an der Spinne war. Hier haben wir eine Innenansicht vom Julius-Park. Es war, man sieht, also es war ein großes Ausflugslokal, das also auch angenommen wurde von der Bevölkerung aus Berlin. Man ist also dann hier rausgefahren, Vatertag und zu anderen Gelegenheiten. Und nach 1945 fanden hier auf dem Gelände die Rudower grünen Tage statt. Das heißt, es wurden Tiere ausgestellt, es wurden die neuesten, ja, wie auf der Grünen Woche, es wurden Pflanzen angeboten. Nochmal eine Reproduktion einer Ansichtskarte. Gruß aus dem Vergnügungsrestaurant Julius Park. Auch wieder hinten die Räume und im Vordergrund das große, riesige Gartenlokal. Ja, hier haben wir mal die Spinne der Straßenbahn. Die erste Fahrt, die war am 1.10.1913. Und die letzte, die Einstellung war am 1.10. auch wieder 1967. Hier haben wir ein etwas neueres, aber noch auch vorm Ausbau der Spinne. Dieses Foto ist entstanden noch, na doch, da, hier vorne sind schon die Platten zu sehen, während des U-Bahn-Baus. Und zwar die Verlängerung der U-Bahn wurde am 1. Juli 1972 in Betrieb genommen. Die Spinne mit den Wegweisern, Bilder wurden alle mal in einer Nacht- und Nebelaktion in ganz Berlin abgerissen, weil man ja, es gab ja die Mauer, man kam da eigentlich nicht mehr dahin. Und kann mich erinnern, aus Protest wurde dann in Charlottenburg, wurden solche Wegweiser dann extra wieder aufgestellt.
Hier haben wir den Blick vom Katzenpfuhl, also hier am Neudecker Weg, über das freie Feld zur Gummifabrik Daubitz. Die Fabrik ist auch nicht mehr da. Es sind dort jetzt Reihenhäuser auf diesem Gelände. Also Gummifabrik, die stellten also alle möglichen Artikel, Gummihandschuhe und alles, was aus Gummi hergestellt wurde, her. So, hier haben wir den Blick nochmal vom Katzenpfuhl zum Dorf. Also ein richtiger schöner, verträumter Blick. Unverbaut über die Gärten der Bauern. Das ist die gleiche Situation nochmal. Ein Blick von den Feldern, ein Blick vom Katzenpfuhl auch nochmal zum Dorf. Das sind so die Anfänge dann der Bebauung am Neudecker Weg. Hier der Katzenpfuhl im Vordergrund. Im Hintergrund dann zwischen den Neubauten die Dorfkirche. Dieses Bild ist entstanden auf den Feldern, auf denen die Landhaussiedlung gebaut wurde. Über Rudow im Hintergrund die Hochhäuser der Gropiusstadt. Also für mich auch ein eindrucksvolles Foto, weil man einfach verschiedene Zeitepochen hier hat. Hier hat man noch die Landwirtschaft, dahinter schon die Neubauten am Neudecker Weg. Unsere alte Dorfkirche guckt vor und hinten die großen Hochhäuser unserer Gropiusstadt. Hier sind wir nochmal wieder an der Spinne mit dem Hof von dem Bauern Brandt. Dieses ist die Glaserei Rehfeld. Das heißt, sie hatten also hier auch Schreibwaren und dann aber hinten dann auch noch eine Glaserei. Wurde im Rahmen des U-Bahn-Baus die Spinne umgebaut und die Häuser hier vorne wurden, also hier das Bauernhaus von dem Herrn Brandt, wurde abgerissen. Die Umgehungsstraße wurde am 1. Dezember 1973 dem Verkehr übergeben. Das ist also auch schon wieder eine Zeit her. Hier haben wir jetzt wieder vom Fahrradladen aus rüber fotografiert über Alt-Rudow die Bäckerei Milz und Radio Michael. Wir hatten auch schon Schnee in Alt-Rudow oder in Rudow. Hier vorne sehen Sie die Apotheke. Dahinter ist die Fleischerei Manske und man sieht noch etwas von Condi, dieser Flachbau dahinter. Hier haben wir die Reproduktion einer Ansichtskarte. Links oben haben wir das Gut. Darunter die alte Dorfkirche. Und rechts oben das Restaurant Krüger. War in der damaligen Bendlerstraße, heute in der Priorser Straße. Hier haben wir nochmal eine Reproduktion einer alten Ansichtskarte. Und zwar fangen wir links oben an. Das Winterlokal vom Juliuspark, sprich Alt-Rudow, heute dann 71. Dann haben wir rechts daneben das Sommerlokal an der Spinne. Dann haben wir unten links das Schloss der Priorser Straße, wo der Arzt drin wohnt. Und die Kaiser-Wilhelm-Straße, heute Alt-Rudow, mit der Dorfschule. Das heißt, jetzt ist das Geschäftshaus daran gebaut, an diese Wand. Die sehen Sie also jetzt nicht mehr, diese Hauswand. Hier haben wir nochmal jetzt den Juliuspark mit der Straßenbahn 47. Einmal der Juliuspark. Diese Aufnahme davor, also vom Juliuspark, stammt aus dem Jahre 1928 mit dieser Straßenbahn, mit dieser ganz alten.
Jetzt haben wir hier das Haus von dem Bauern Voss. Das heißt, dieses Haus steht rechts neben dem links, stand links vom Julius Park, wo heute der Parkplatz und Teile der Feuerwache sind. Hier haben wir jetzt dann das Bauernhaus, das wurde abgerissen. Hier kam dann die Feuerwache hin. 75 hier im Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr gab es eine kleine Ausstellung von neuen Zügen und von alten historischen Fahrzeugen. Dann kommen wir an den Behelfsbauten vorbei und kommen zum Krug. Das ist hier eine Reproduktion einer alten Ansichtskarte. Oben der alte Krug mit Pferdewagen und alten Autos und unten der schöne Sommergarten. War wirklich auch eine schöne Schankwirtschaft, die auf dem Gelände jetzt hinter diesen Behelfsbauten, hinter den Läden. Es hat sich eigentlich im Großen und Ganzen nichts verändert, außer dass vorne links der Fotoladen jetzt drin ist. Diese Wohnstube da, diese beiden Zimmer wurden ausgebaut für diesen Laden. Ansonsten würde ich sagen, hat sich eigentlich nichts groß verändert. Hier haben wir jetzt den Krug mit der Straßenbahn von circa so 1966. Ist hier die Schule in Alt-Rudow 60, wo wir dankbar sind, dass wir im unbeheizten Boden und im Keller so einige Räume für unser Archiv haben. Und hinten, nach Absprache mit diesen Lehrkräften, die dort sind, auch unsere Ausstellungen in den Räumen, hinten auf dem Hof, unsere Ausstellungen durchführen können. Dann wechseln wir mal wieder die Straßenseite. Wir haben jetzt hier die ehemalige Stadtbücherei. Das heißt, also es war das ehemalige Amtsgebäude von Rudow. Im Hintergrund sieht man noch die alte Baracke. Dieses Foto werden Sie auch nicht mehr heute sehen. Zwar hier im Vordergrund, das Wohnhaus steht noch da, aber dahinter diese Bauten nicht mehr. Das ist der Hof vom Bauern Dehne mit seinem Taubenhaus. Da sind jetzt auf dem Hof hinten auch Neubauten. Hier haben wir jetzt eine Reproduktion von einem alten Foto von der St. Josef-Kapelle. Mal von der anderen Seite. Der Eingangsbereich ist in dem Falle jetzt hier leider im Schatten, aber da haben wir gleich eine schöne Zeichnung. Auch ein schöner sakraler Bau, innen und außen. Eine tolle Kirche gewesen mit einer tollen Kanzel mit, ja, also. Aber wie gesagt, es ist immer der Zahn der Zeit. Wenn etwas Modernes und Größeres benötigt wird, muss das Alte weichen.